Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding in the building. Und willkommen im neuen Video. Und dieses Video wird ein bisschen was anderes, denn dieses Video, da werde ich einfach nur Fragen beantworten, die ich auf Instagram gestellt habe. So, nee, andersrum, Digga, die habt ihr mir bei... Was geht hier schon los? Also, ihr wisst, ich bin gerade im Urlaub, im wohlverdienten kleinen Dänemark-Urlaub, in einem kleinen Sommerhaus und so. Und habe im Vorfeld ein paar Fragen von euch gefordert. Und es kamen richtig viele. Deswegen machen wir so zwei Q&As. Und das hier ist das, was sich viel um mein Privatleben dreht, um meine persönliche Person, so Sachen. Und ja, ich habe verdammt viele Fragen bekommen aus verdammt vielen verschiedenen Perspektiven und das kann ein langes Ding werden, vielleicht für eine Autofahrt, vielleicht für den Stil des Podcasts. Ich meine, ich habe mich jetzt extra hingestellt, damit ich euch nervös mache, weil ich immer hin und her gehe und damit ich nicht so lange reden kann, weil ich kann nämlich nicht so lange stehen, wisst ihr, ich bin ja Powerlifter. Gut, also, wenn ich euch um eine Sache bitten darf, dann ein frühes Like. Das freut den frühen Vogel nämlich auch. Also du bist ja in dem Fall der frühe Vogel. Dem Video ein Like zu geben, hilft dem Kanal sehr, hilft Videos wie diesem hier sehr, weil die sind ja doch ein bisschen länger und diffuser. Und da hilft es, ein Like zu geben. Das würde mich sehr freuen. Kann man auch am Fernseher, wenn du am Fernseher guckst. Ansonsten auch ein frühes Kommentar schreiben, wenn du Bock hast. Würde mich auch sehr freuen. Jetzt rein in die Olga. Investitionen, Start in die Selbstständigkeit. Ist natürlich eine Frage, die ist so extrem. Also ist eigentlich gar keine Frage, ne? Also wo ist die Frage so? Aber ich will jetzt ein bisschen was dazu sagen. Aber allerdings eher so nur in die Start der Selbstständigkeit. Wenn du nämlich noch relativ jung bist, und das nehme ich jetzt mal an, ist die beste Investition eigentlich in dich. Also in Lernen, in Dinge lernen, in Skills sich erarbeiten. Sagen wir mal, du hast jetzt so ein gewisses Gehalt, ja, und Spaß davon halt irgendwie ein paar hundert Euro. Ganz ehrlich, das wird den Bock nicht fett machen. Das kannst du jahrelang machen, das wird dir nicht wirklich viel helfen. Einfach aus, also wirklich finanzieller frei zu werden oder wie auch immer du dir das vorstellst. Einfach aus dem Grund, dass es nicht genug ist. Wenn du in dich investierst und dir Skills aneignest, die dir wirklich später einen großen Hebel bieten, ne? Und wir haben eine Zeit, Mann, in der wir eigentlich, also ich zum Beispiel als Selbstständiger suche stetig nach Freelancern, die bestimmte Skills haben. Jemand, der meinetwegen nur Photoshop kann, ich würde dir eine ganze Stelle geben. So. Also würde ich offensichtlich nicht, aber ich könnte dich gut gebrauchen. Ja? Oder gewisse andere Skills. Nehmen wir jetzt mal Timo zum Beispiel, mein Geschäftspartner bei Kilo für Kilo und Geschäftsführer. Hat eine unfassbare Palette an Skills. Ja? Abgesehen von dem, was er gelernt hat in Wirklichkeit und was für einen Beruf er gemacht hat. Ich denke mal, zum jetzigen Zeitpunkt hat er sogar selber schon was dazu gesagt, was er gemacht hat. Und den Skill zum Beispiel, den er mit Talent bewiesen hat, eine Firma aufzubauen, all das, was dazugehört, ist ein Skill, den kannst du nicht bezahlen. Ja? Das bedeutet, dieser Skill wird dir viel mehr helfen, in die Selbstständigkeit zu starten. Also verschulkopf dich nicht, wie viele es sind, sondern denk jetzt schon out of the box. Ja? Wie ihr das bei mir kennt, da kommen wir nachher nochmal zu. Ich bin ja mehr oder weniger da rein gepusht worden, selbstständig zu sein zu müssen, so mehr oder weniger. Und das sind so die zwei Perspektiven. Es gibt so den Push und den Pull Entrepreneur. Also es gibt mehrere, aber so sagen wir mal jetzt vereinfacht, heruntergebrochen. Das heißt, der eine versucht wirklich mit all seinen Möglichkeiten selbstständig zu werden und der andere wurde so da reingeschubst und musste dann praktisch learning by doing machen, so mäßig. Ja. Und je nachdem, an welcher Position du gerade bist, kannst du vielleicht mal schauen, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest, wo du mehr pushen willst. Ne? So, die nächste Frage, jetzt wird es nämlich brenzlig, Leute. Cancel Culture? Puh. Thema, über das ich eigentlich hier noch nie geredet habe, weil diese unreflektierte Cancel Culture, ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als aktuell. Und da will ich euch zwei Geschichten erzählen. Und zwar die zwei Geschichten, in denen ich in der Powerlifting-Szene gecancelt wurde, ja. Es ist endlich der Tag gekommen, an dem ich diese Geschichte erzählen kann. Ich werde allerdings nicht auf Namen oder Personen eingehen, aber in der Szene weiß man, glaube ich, sofort, wer gemeint ist, ne? Wir fangen mal mit der einen Version an, die ist ein bisschen weniger schlimm. Und zwar wurde ich dafür gecancelt, dass ich ja offensichtlich Hip-Hop mag und Rap-affin bin und, ja, mich auch manchmal kleide mit größeren Klamotten. Das bedeutet, ich eigne mir ja die schwarze Kultur an. Also ich bin praktisch jemand, der kulturelle Aneignung macht der schwarzen Kultur oder ich weiß nicht, ob man da, zu dem Zeitpunkt damals, hätte ich glaube, wäre ich auch wieder gecancelt worden, wenn ich glaube ich die schwarze Kultur gesagt hätte. Ich glaube, es heißt People of Color. Man muss dazu sagen, ich bin natürlich der Letzte, der irgendwie rassistisch ist oder sonst was, aber ich glaube, das ist hier eben gleich, das brauche ich gar nicht mehr sagen. Ja? So, dafür wurde ich gecancelt, öffentlich ja von einer Person aus People of Color, aus der Powerlifting-Szene, weil ich nämlich keinen Respekt gebe zur schwarzen Kultur. Also ich benutze Rap, aber ich sage nie, unterstützt schwarze Unternehmen. Digga, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ne? Also, es hat mich eigentlich jetzt nicht so berührt, muss ich ehrlich sagen, weil es idiotisch ist, so, wisst ihr, absolut. Allerdings haben mir daraufhin wirklich viele aus der Powerlifting-Szene, und zwar aus diesem Chor, aus der Chor-Bubble, entfolgt, ja. Und mir auch, ich glaube, bis heute, teilweise haben die mir wieder gefolgt, teilweise nicht. Ein paar waren auch dabei, wo ich auch echt dachte, fuck, krass, Digga, du bist auch dabei, so. Und das war natürlich nichts anderes als eine Hetzjagd, ja. Naja, habe ich schnell runterschlucken können, weil offensichtlich ist das idiotisch so. Es sollte jedem klar sein. Gut, die zweite Nummer war, ich mache ja gerne Instagram-Stories und ich wurde von einer bekannten, ich weiß nicht, Dame, die sich für feministische Themen einsetzt, was ich auch super finde, gecancelt. Und zwar aus dem Grund, ich glaube, ich habe in einer Story gesagt, dass, also ich habe da dann auch im Hintergrund WhatsApp-Nachrichten und so bekommen von anderen,
was denn wirklich der Grund war, weil die Person sagt mir das natürlich nicht. Und der Hauptgrund war wohl, dass ich in einer Story gesagt habe, dass es natürlich für Frauen schwierig wird, sich mit, also Kinder und, also Familie und Karriere vereinbart zu bekommen ab einem gewissen Alter. Ja, und ihr wisst, ich habe 3 Kinder, ich habe eine Frau und meine Frau arbeitet auch, also gerade nicht, weil sie Kinder erzieht, also ich auch. Ist das auch schon wieder cancelwürdig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir, man könnte fast sagen, traditionelleres Familienentwurf, aber nicht, weil ich das so unbedingt erwill oder erzwinge, sondern weil wir uns beide darauf geeinigt haben, so, wir sind freiwillig so. Und meine Frau muss nicht arbeiten, kann aber arbeiten, wenn sie gerne möchte. Ja? Genauso kann ich auch die Kinder erziehen und zu Hause bleiben, wenn ich möchte. Ja? Nur ich habe nur mal den höheren Hebel, weil ich das höhere Gehalt habe. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass das natürlich schwierig vereinbar ist, weil ab einem gewissen Alter ist die Frau nun mal in einer Risikogruppe für Schwangerschaften. Und das beginnt relativ früh. Das habe ich versucht, so nüchtern wie möglich, weil ich weiß, dass die Szene sehr sensibel ist, darzubieten. Und wurde daraufhin wirklich hart gecancelt, weil ich bin ja der Abschaum des Patriarchats, als weißer Cis-Mann überhaupt über dieses Thema zu reden. Ne? Und ihr kennt mich in meiner Art. Ich bin offen und ehrlich, ich ecke aber eigentlich auch relativ wenig an, Leute. Wisst ihr, ich versuche mich wirklich soft auszudrücken, sodass ich nicht viele traurig mache. Weil es gibt Frauen da draußen, die wollen gerne Kinder kriegen, können keine Kinder kriegen. Und wenn ich dann auch sage, ja Leute, muss ich entscheiden, Digga, Karriere, das wäre einfach ekelhaft so. Ja, bin ich voll dabei. Aber das war nicht schlimm. Aus meiner Perspektive. Naja, auf jeden Fall wurde ich gecancelt, aber auf einer Ebene, Digga, die war ekelhaft as fuck. Weil diese Person hat, glaube ich, auch einen eigenen Powerlifting-Verein oder so. Und da ging dann intern herum, dass keiner in den Verein darf, der Kilo für Kilo Klamotten trägt. Weil ich bin ja das, ich bin ja der internalisierte Fettfeind. Also, beziehungsweise international. Ich bin auf jeden Fall der heftigste Feministenhasser der Welt, Digga. Ich bin einfach ein Monster, Digga. Und ja, Pascal hat 3 Kinder und 2 Töchter. Wie kann ein Feminist sein? Er kann trotzdem Feminist sein. Er kann ja auch, Digga, ich schwör's euch. Das hat wirklich meine Grundpfeiler so meines Verständnisses zum Wanken gebracht. Besonders innerhalb der Szene. Ich fand das so widerlich, ja. Weil hier dasselbe. Bekannte Powerlifterinnen aus der Szene direkt entfolgt, Digga. Ich wurde einfach direkt auf die schwarze Liste gepackt. Ich wurde gehatet, es wurde rumerzählt, wie so ein Lauffeuer, ja. Dabei war da nichts dran. Zwischenzeitlich, bisschen später, ja, hat diese Person sich sogar öffentlich auf Instagram entschuldigt. Es war keine Entschuldigung, ja. Sie hat gesagt, wenn ich was falsch gesagt habe, wäre ich ja bereit, mich zu entschuldigen. Aber dafür muss diese Person ja hervorkommen. Ich so, what the fuck? Wofür soll ich hervorkommen? Du mobbst mich. Du verbreitest Fake News über mich, cancelst mich innerhalb der Szene und dann, also hier eine Person, die sich selber so hart gegen Mobbing einsetzt, ja, wir hassen Mobbing. Bro, ist es sexistisch, Bro zu sagen? Böse, auf jeden Fall, das ist schon lange her, ich habe darüber gut geschlafen, weil wisst ihr, was ich danach gemacht habe? I'm a winner, wisst ihr? Ich habe einfach, ich glaube, damals das YouTube-Video gemacht, Frauen im Krafttraining, was man auf, ne? Und habe eine große Menge an neuen Frauen hinzugewonnen auf meinem Kanal, die sich für Powerlifting interessieren. Und auch jetzt ist das immer noch so. Das heißt, dann nehme ich lieber die Scheiße, die sie mir geben und mache daraus was Schönes, wisst ihr? Das ist meine Einstellung. Aber ich muss sagen, es hat mich wirklich verletzt. Es hat mich wirklich verletzt und sehr enttäuscht. Von vielen aus der Szene, ja? Und auch aus dem Grund habe ich damals auch viel Powerlifting-Szene in den Rücken zugekehrt und hatte einfach keinen Bock mehr auf diesen ekligen Mitschmatsch-Dreckhaufen, der da so rumläuft, wisst ihr? Es ist einfach nur traurig und schlimm. Naja, das war mein Take zu Cancel Culture. Entsprechend finde ich Cancel Culture natürlich so undifferenziert, ja, und so vorwerfend, absolut ekelhaft und einfach nichts mehr als eine Mobbing-Hetzjagd im Internet von Menschen, die sich aufgrund von irgendwie ihren ethischen Überlegungen, die sie sich selber in ihrem kleinen Kopf gemacht haben, so, ich meine, ich habe selber studiert, wisst ihr, ich habe Philosophie studiert, ich habe auch Seminare über Judith Butler und so belegt, wisst ihr, ist nicht so, dass ich nicht Bescheid weiß. Ich habe auch viele Seminare über Teeethik belegt, ja, und habe trotzdem eine lange Zeit noch Fleisch gegessen. So ist es nicht so, dass ich ein Trottel bin auf diesem Gebiet. Also wahrscheinlich doch. Aber eben aus dem Grund werden Personen aus der eigenen Szene angegriffen. Selbst die reflektiert dann damit umgehen. Es ist so dumm, ich könnte kotzen. So, mein Take to Cancel Culture. Und die Stories, die ich mal gerne erzählen wollte. Ich werde übrigens nicht sagen, um wen es geht, werde ich niemals tun. Einfach aus dem Grund, weil diese Personen sind einfach unfassbare Versager und werden in ihrem Leben sowieso nicht weit kommen. Und da möchte ich nicht darauf hinweisen, wer denn diese Personen sind. So, weiter im Text. Ne? Wie soll ich mich für meinen Beruf entscheiden? Wurde bei 2 Sachen angenommen, aber wohin soll ich? Brudi, ganz schwere Entscheidung. Vor allem in, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich jünger, weil du jetzt, ich weiß nicht, 2 Berufe, es hörte sich ja fast schon an wie eine Ausbildung oder so, ich weiß es nicht. Ganz doof gesagt, du musst auf dein Herz hören. deine Intuition, ja. Also es kommt ein bisschen drauf an. Manche haben eine scheiß Intuition, ja. Intuition bedeutet eigentlich nichts mehr, als dass du nicht weißt, welche Heuristika, also was du gesehen oder gefühlt hast, was dich dahin lenkt, dich eher für das eine zu entscheiden, weißt du? Du weißt also nicht, warum du das eine bevorzugst, aber du findest es irgendwie besser. Dein Bauchgefühl sagt es dir. Pass auf. Dein Bauchgefühl ist meistens gar nicht so ungenau, weil es gibt sehr viele Dinge, die wir gar nicht in unser Bewusstsein kriegen. Sagen wir mal, du nimmst 100 wahr, ne?
100 nimmst du wahr. In dein Bewusstsein kommt nur, wie viel, 5% oder so? Der Rest bleibt für dich unbewusst. Überleg mal beim Autofahren. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, der letzten Strecke? Nein, aber dein Gehirn hat vieles, fast alles verarbeitet. Ja? Und irgendwie kann dein Unbewusstes ja, zusammensetzen, was das alles gesehen hat und dir ein Bauchgefühl geben. Das ist deine Intuition. Da gibt es auch gute Studien drüber. Das ist ein super interessantes Thema. Ja? Mit einem Feuerwehrmann zum Beispiel. Da gab es diesen einen Feuerwehrmann, der konnte in ein Haus reingehen und er war so, hier brennt es noch irgendwo. Irgendwo glimmt es noch. Aber er wusste nicht, warum. Aber er lag immer richtig. Weil er hatte einfach unbewusst irgendwie die Fähigkeit, Dinge zu wahrzunehmen, die er gar nicht bewusst hatte, die aber immer richtig lagen. Meistens, ja. Ist ein schwieriges Thema, aber aus dem Grund, du solltest auf deinen Bauch hören. Besonders in dieser Situation. Und im besten Fall natürlich vorher rational abwägen auch viel, ja. Also jetzt nicht sagen, ich höre nur auf meinen Bauch, sondern alles, was du kannst, rational abwägen, mach eine Liste, das sind Vorteile, hier verdiene ich mehr, das, da ist der Arbeitsweg weiter, hier sind die Kollegen netter. Und dann, wenn du dann noch eine Entscheidungshilfe brauchst, dann ist Bauchgefühl. Mindset beim Training, Einstellung zu schlechten Einheiten und so weiter. Hier habe ich noch eine Frage. Wie machst du das mit deinem Mindset? Also viele Fragen nach Mindset. Ich finde, das ist ein total abgedroschener Begriff, weil im Grunde beschreibt es ja nichts weiter als deine Einstellung zu Dingen. Meine Grundeinstellung zur Welt und zu Dingen ist durchaus positiv. Ich bin davon schwer überzeugt, dass wenn ich Dinge können möchte, dass ich sie auch schaffe. Ne? Meine Selbstwirksamkeitserwartung ist extrem hoch. Ja? Das heißt, das ist schon mal die Basis und mit der solltest du arbeiten, wenn du Probleme hast damit. Ja? Also google mal Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura zum Beispiel und guck, wie du die steigern kannst. Das ist wissenschaftlich ein gut erforschtes Ding, wie sagt man, Konstrukt, ja. Und auf das man einen guten Hebel anwenden kann, um es zu verbessern. Und wenn du da ansetzt und dort verbesserst, veränderst du deine Sicht auf Dinge und dann veränderst du auch dein Mindset. Ja? Was ich dir nicht empfehlen kann, irgendwelche scheiß Bücher zu lesen, die Mindset-Bücher heißen. Ja? Weil sie bringen eh nichts. Du liest sie kurz, du bist vielleicht kurzfristig so ein bisschen, ja Mann, ich schreibe jetzt mein Dankbarkeitstagebuch und nach ein paar Wochen bist du wieder vorbei. Grundsätzlich was zu verändern, ja, dafür musst du grundsätzliche Konstrukte anfassen, wie zum Beispiel Selbstwirksamkeitserwartung, ja, und lange mit dir arbeiten, wie in einer Therapie mit einem Psychologen oder einem Psychiater oder wie auch immer. Und dann kannst du auch wirklich grundsätzlich was ändern. Ansonsten tippst du immer nur ein bisschen vorne an, oben an, so komm, jetzt steh doch mal auf, jetzt geh doch mal. Aber grundsätzlich veränderst du wenig. So. Und wenn du dieses Mindset hast, dann kriegst du einfach Dinge fertig. You get shit done. Weißt du, du siehst so, was ist wichtig, was gibt's zu tun, ich muss anpacken und machen. Kennt ihr das bei einem Umzug? Ihr geht zu einem Umzug hin und dann gibt es immer drei Leute, die stehen da einfach nur und sind überfordert mit dem. Ich kann das gar nicht, Leute. Ich bin sofort about my business. Ich gehe los, bam, trag das, sag, weil es fertig wird, wenn wir was machen. Wenn wir drüber nachdenken, passiert gar nichts. Ja. Und das ist so ein Ding, nicht, dass es auch Probleme gibt, ne, weil hier war auch konkrete Frage nach Problemen. Es ist schwierig, sich zu organisieren, aber es ist möglich. Und von der Sparte aus musst du in allererster Linie immer daran glauben, dass du es überhaupt kannst. Weil wenn du das glaubst, dann findest du die Wege, Leute. Ja, oder du den Weg. Und ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll, weil es ist auch eine sehr diffuse Frage für mich, weißt du, mit deinem Mindset, weil Mindset als Begriff einfach so diffus ist. Ich bin übrigens gerade durch mit Training und ich habe voll Hunger, deswegen zitter ich so ein bisschen. Also erstmal, weil ich Tremor habe, das ist eine Nervenkrankheit, aber auch und noch mit Krafttraining viel mehr draufballer, das soll ja auch nicht so gut sein fürs Nervensystem. Naja, gesundes Verhältnis zur eigenen Form entwickeln, Body Dysmorphia. Kann ich dir leider auch nicht viel zu sagen. Da gibt es sicherlich, also wenn ich jetzt merken würde, ich hätte ein Problem damit, ja, würde ich mich erstmal versuchen, eine Zeit lang von den gängigen Feedback-Methoden, die ich so in meinem Leben habe, zu trennen. Also Spiegel, ja, regelmäßig gucken, sich vergleichen, lass es, Mann. Dieser soziale Vergleich nach oben oder nach unten, also der ist ja in den meisten Fällen dann nach oben. Also du guckst ja auf schönere Leute und dann siehst du natürlich nicht so toll aus. Macht natürlich, dass du unfassbar unsicher mit dir wirst und steigert die Gefahr, dass du unzufrieden mit dir selbst bist. Ne? Das heißt, so dieses typische, immer wieder damit konfrontiert sein, Instagram gucken, YouTube gucken, was weiß ich, alles gucken, wo die Leute sich präsentieren, wie krass sie sind, weil du es nicht bist. Und in der Realität, was mich in letzter Zeit sehr berührt hat, ist das auf TikTok, habe ich das gesehen, wie viele Menschen halt wirklich 100 Kilo Bankdrücken können. Ja? Weil in meiner Welt sind 100 Kilo Bankdrücken absurd wenig, ist ein Witz. Und das ist ein Witz, dass ich so denke, wisst ihr? Weil in einem normalen Gym sind 100 Kilo verdammt viel. Und ich bin hier, mache mein Technik-Coaching und rede so mit normalen Leuten und sage so, wer macht denn 40 Kilo Bankdrücken? Der, so, was ist das denn? Und dann gehe ich zu mir jetzt in meinen zurückgezogenen Gym und sehe Leute 40 Kilo Bankdrücken failen. So. Und denke mir so, Bruder, ich lebe in der heftigsten Bubble der Erde. Ich war bei mir im Gym hier, in meinem zurückgezogenen Gym, und da hat jemand 160 gebeugt. Und ich gucke so, denke so, stark so, sieht schon stabil aus, so viele Platten drauf, da hat sich so SPD-Bandagen hat er auch und so. Ne? Und dann denke ich mir halt so, Pascal, reflektierst du eigentlich mal, dass du nie 160 beugst, weil das Gewicht ist, was du immer überspringst im Warm-up, weil das gar nicht mal des Beugens wert ist für dich? Bist du eigentlich hängen geblieben, so? Was ist mit dir passiert? Das heißt, Shifting Baselines wäre so ein bisschen ein unterliegendes Konzept. Ja? Immer wieder, wenn du etwas erreichst, legt sich die Baseline höher.
Und für mich waren 160 auch mal viel Kniebeugen, natürlich. Aber jetzt sind 260 viel Kniebeugen oder immer noch nicht wirklich viel, leider. Ist Wahnsinn. Und da ist natürlich so ein bisschen auch der Hund begraben, ja. Du veränderst dich immer weiter und besonders im Kraftsport, im Powerlifting, ne, der erste Tag, an dem du anfängst zu trainieren, ist the day you became forever small, ja. Und wenn du mal einen geilen Pump hattest und dich im Spiegel angeguckt hast, ist das wie ein abgespeichertes Foto, was du immer erreichen willst, ja. Das ist wie den Wind jagen, aber du kannst den Wind leider nie kriegen. Er zerrinnt dir zwischen den Fingern, wenn du ihn greifen willst. Und ich kann dir leider nicht genauer sagen, außer das, was ich gerade gesagt habe und hoffe, dir gut beigesprochen zu haben, dass du wahrscheinlich überdurchschnittlich trainiert bist, wahrscheinlich sogar sehr überdurchschnittlich trainiert und total zufrieden mit dir sein kannst. Und zum anderen kann ich dir sagen, als Mensch, der schon ein paar Jährchen auf diesem Planeten gesehen hat, Dinge werden auch ganz schnell total irrelevant. Ich bin jetzt ein bisschen älter und denk mir so, was mir mit 20 wichtig war, Gottverdammt, war ich geisterkrank, so wie ich Dinge überbewertet habe. Nächste Frage. Mich wundert, dass du keine Millionen Follower hast bei dem geilen Content, den du rausbringst. Dankeschön. Ja, wundert mich auch. Deswegen teilt es gerne mit euren Freunden und der Familie, damit ich 1 Million Follower kriege. Zitlo Nietzsche-Bezug. Gott ist nicht tot, die Postmoderne bietet keine Alternative. Also erstmal muss man sagen, Nietzsche hat ja den Begriff geprägt, Gott ist tot. Und zwar aus dem Grund, dass die Aufklärung Gott getötet hat, sozusagen, also geschichtlich betrachtet. Und wir aber keine Antwort haben. Und deswegen sind wir alle jetzt so verloren, weil Gott ist jetzt tot, keiner glaubt mehr an Gott, wir haben keine Traditionen mehr, wir haben unsere Tradition verloren. Ne? Ganz stark sieht man das ja jetzt auch mit der Rückkehr des Männlichkeitsbilds, so, ne? So Andrew Tate und was weiß ich nicht alles, was dazugehört. Das waren vorher ganz normale traditionelle Rollenbilder, aber wir haben Gott getötet, weil wir Religion überworfen haben mit der Aufklärung. Und jetzt creept das Loch, es klafft. Das Loch, wo einst Gott war, klafft jetzt hinter uns, in unseren Hinterköpfen. Aber ich sage euch eine Sache, Mann. Ganz ehrlich, ich bin lieber verloren in der Welt und weiß nicht meine Orientierung, als an einen Menschen im Himmel zu glauben, der mir meine ethischen, meine moralischen Vorstellungen vorgibt, ja, auf die ich vertrauen kann und ich meine Persönlichkeit abgebe, meine persönlichen Glaubenssätze. Und sagen kann, Gott hat mir das gesagt. Gott hat mir gesagt, dass ich die Frau schlagen darf. Gott hat mir gesagt, dass ich Ungläubige töten darf. Wisst ihr, es basiert auf demselben Argumentationskonstrukt. Und das deswegen, ja, vertraue ich lieber auf meinen eigenen Kopf und meine eigenen Entscheidungen. Auch möge er mich in Weltverwirrung leiten, ja, weil ich keine traditionelle Antwort habe. Einfach aus dem Grund, ja, dass ich nicht abhängig sein will. In dem Sinne. Tradition, Glauben ist eine tolle Sache, Leute. Wenn du an Gott glaubst, und da bin ich auch, habe ich meine Meinung auch stark geändert, weil ihr wisst, ich war auch ein bisschen anti-religiös unterwegs. In der Vergangenheit. Ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo man sagen könnte, ich könnte mich damit vereinbaren, mir irgendeinen Glauben rauszusuchen und zu glauben, einfach dafür, dass ich Stabilität im Leben kriege und Tradition. Wenn ich daran glauben kann, ja, dass ich meine geliebte Oma, die vor kurzem gestorben ist, ja, oder meinen besten Freund, der mit 22 in meinem Treppenflur gestorben ist, im Himmel wiedersehen könnte, wenn ich da hochkomme und er steht da, Mann, und wir können uns einen High Five geben, ich kann ihn in den Arm nehmen, Mann, wir können reden über alte Zeiten und wie toll ich es im Leben geschafft habe, 3 Kinder zu bekommen und er beglückwünscht mich, dann würde ich das gerne glauben, Leute. Es ist verdammt schwer zu glauben, dass da nichts kommt. Es ist verdammt schmerzhaft und schwer zu wissen, dass wenn ich weg bin, nichts mehr da ist. Und dass ich vergessen sein werde. Genauso wie meine Familie, meine Kinder und alle, die nach mir kommen, vergessen sein werden. It makes life hard. Verdammt hart. Aber das ist leider die Aufgabe, die wir durchboxen müssen im Leben. Und wenn wir das nicht wollen, dann geh glauben, geh den Weg rückwärts und warte darauf, dass du in den Himmel kommst. Oder in die Hölle, was ja die Alternative wäre, ja. Was natürlich auch eine starke Strafe ist. Aber vielleicht auch zu Recht, wenn es Gott geben sollte. Naja, ich kann euch nur empfehlen, das muss jeder für sich selbst ausmachen, mit sich selbst. Aber es ist nicht falsch, also was du da sagst. Die Postmoderne bietet keine Alternative, aber Gott ist tot and he will never come back. Aber etwas wird sein Loch füllen, das geblieben ist. Das würde ich dazu sagen. Warum ist jeder so neugierig zu wissen, was andere verdienen, aber selber keinen Mumm, selber preiszugeben, was er verdient? Kann ich mich gar nicht mit aus, Leute. Ihr wisst, hier auf YouTube habe ich schon immer extrem transparent meine Geschichte breitgetreten. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ihr kennt mich als Studenten und als ich broke war, als ich keinen Euro hatte, als ich meine erste Kamera neu gekauft habe, wisst ihr so, habe ich mich gefreut auf YouTube. Ist alles auf YouTube nachsehbar. Zu jetzt, ne, hin zu einem guten Geld, zu einem eigenen Gym hier, zu einem tollen Leben, was weiß ich, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht reich, Leute, ne? Aber mir geht's verdammt gut und überdurchschnittlich gut. Überdurchschnittlich gut, ja?
Und ich habe kein Problem damit zu sagen, wie viel ich verdiene. Ich weiß nicht, ob ich kann es euch nicht wirklich sagen, weil ich bin ja Unternehmer und ich habe ja immer ein variables Einkommen. Aber im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 220 oder 240.000 brutto vor Steuer verdient. Und das ist ein verdammt gutes Einkommen, ja. Und dieses Jahr wird es, ich glaube, ein bisschen weniger sein. Einfach, weil wir das gesamte Geschäft umgestellt haben. Naja, aber Menschen vergleichen sich gerne oder mögen oder hassen es, sich zu vergleichen. Das heißt, ich will gerne wissen, wie viel du verdienst, damit ich einordnen kann, wo sind wir denn in der Gesellschaft im Stand, so im Kastensystem. Bin ich über dir oder bin ich unter dir? Ne? Aber wenn ich preisgebe, wo ich bin, dann mache ich mich ja verwundbar. Weil dann zeige ich dir ja, wo ich bin. Ne? Und dann kannst du ja sagen, krass, ich verdiene mehr als er. Ich bin wertvoller. Und das ist ein großes Problem, Leute. Unser Wert bemisst sich definitiv nicht an unserem Einkommen. Und das lernt man relativ schnell. Vater sein und Profisport, wie organisierst du dich? Alltag. Also erstmal ist es natürlich, Vater sein, also Profisportler sein, ist natürlich so ein bisschen in Klammern. Weil im Powerlifting würde ich mich so nicht bezeichnen. Einfach auch aus dem simplen Grund, dass der Trainingsumfang super gering ist im Powerlifting. Also ich bin viermal in der Woche trainieren für 2 bis 3 Stunden. Und das lässt sich echt gut noch vereinen mit Vater sein und so. Zudem bin ich ja nun mal auch selbstständig mit diesem Sport. Das heißt, mein Sport hat natürlich auch einen hohen Stellenwert für mich. Das heißt, ich priorisiere meine Einheiten sehr hoch. Na, das ist wie eine Arbeit für mich. Also du kannst bei mir keinen Termin buchen, wenn ich dort Training habe, weil dann ist der Trainingstag da. Training ist für mich höher priorisiert als alles, doof gesagt. Ne? Natürlich nicht als Sachen mit meiner Familie, aber mit meiner Familie mache ich in der Zeit, in der ich trainiere, normalerweise eh keine Sachen, weil die in der Schule sind oder im Kindergarten oder so. Deswegen habe ich einfach eine besondere Position. Ich denke häufig darüber nach, wie es wäre, wenn ich jetzt sozusagen den normalen Job hätte von 7 bis 16 Uhr oder so, dann danach noch trainieren müsste und mich um die Kinder kümmern. Und ich habe 3 Kinder und es ist wäre gar nicht möglich, ich bin ehrlich mit euch. Ich bezweifle, dass es möglich ist. Ich würde langsam aus dem Sport rauswandern und watscheln, weil es nicht möglich wäre. Weil es, woher denn die Zeit nehmen, Leute? Und die Energie. Das ist brutal. Hype um den Powerlifting-Sport und ob er anhalten wird. Also ich bin da schon ein paar Jährchen im Powerlifting-Sport und unabgehoben muss ich sagen, dass ich einen großen Einfluss auf den Powerlifting-Sport hatte, wohl hier in der Szene. Das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Allerdings haben wir natürlich auch verschiedene Zeiten gesehen. Ja, vor Corona, pre-Corona sozusagen, hatten wir einen guten Hype, aus dem wir echt hätten viel machen können. Dann hat Corona uns ausgebremst. Und jetzt nach Corona steigt wieder ein neuer Hype auf. Das Problem ist nur so ein bisschen, ich finde, es ist nicht mehr dasselbe. Und vielleicht ist das meine persönliche Perspektive, aber mich interessiert der Hype überhaupt nicht mehr so doll, wie ich es damals cool fand. Damals war es so, dass die ganze Szene in Deutschland natürlich so fitnessbasiert war. Und Fitness war so, ich schaue mich im Spiegel an und sehe dann meine Ergebnisse, die ich bekomme. Es war schwer, überhaupt ein Feedback zu bekommen. Habe ich mich überhaupt verbessert und so. Und Powerlifting hat so ein bisschen diese Lücke füllen können dafür, dass man ganz klar weiß, was man zu tun hat und was man hinten rauskriegt. Nämlich stärker zu werden, ne? Das kann man ganz genau messen. Da kann man sehen, bin ich stärker geworden, es gibt ja super Selbstvertrauen. Und nicht jeder ist nun mal so ein Typ, der gerne Bodybuilding machen will, aber viele wollen trotzdem Kraftsport machen. Und das war so der Grund, denke ich, warum Powerlifting sehr prosperiert hat. Plus natürlich auch einem Gesicht, was Powerlifting in Deutschland bekommen hat. Wo vorher nun mal die Gesichter nun mal nicht so damit so erfolgreich waren. Oder vielleicht selber noch mehr im Bereich Fitness sich orientiert haben. Wie gesagt, jetzt bin ich selber an einem Punkt, wo ich das einfach alles nicht mehr feiere. Es tut mir echt leid, aber ich feiere Powerlifting nicht mehr. Ich liebe Powerlifting, ich mag Powerlifting als Sport sehr gerne selber machen. Aber dieses in der Szene rumhüpfen und dieses Ding mit dem Cancel Culture, was wir am Anfang hatten, trägt auch dazu bei. Ich feiere die Szene einfach nicht mehr so doll. Ich sehe mich da nicht mehr. Als wäre so ein bisschen so, als würde ich mich da rausentwickeln und rauswachsen, was auch, finde ich, eine ganz normale, gesunde Entwicklung ist, Leute, wisst ihr? Und ich bin natürlich so, dass ich in dieser Nische natürlich auch noch ein Geschäft habe und ich den Sport an sich wirklich liebe. Ich liebe den Sport, aber ich mag nicht sehen, wie er sich entwickelt in der letzten Zeit. Und das ist meine Meinung, ist meine Position, ihr müsst die nicht teilen. Und hoffentlich teilt ihr die auch nicht, damit ihr es nicht so seht wie ich. Aber ihr seht mich wahrscheinlich nicht mehr so viel auf der Bildfläche vom Powerlifting. Ich mache meine eigenen kleinen Wettkämpfe und sowas, aber ziehe mich ansonsten so ein bisschen davon zurück, weil ich kann es nicht mehr sehen. Also ich kann mit den Menschen nicht mehr gut. Und die haben ja alle, niemand hat mir was getan, aber ich sehe mich einfach nicht mehr, Leute. Wisst ihr, ich bin älter geworden und ich mag gerne den Sport für mich machen, aber ich habe ganz andere Interessen sogar entwickelt, zeitweise. Und je nachdem, wie viel Bock ich noch habe, werde ich weiter Powerlifting machen und auch so gut ich kann versuchen zu werden. Und dann mal gucken, wo die Reise weiterhin hingeht. Und das ist nur eine ganz gesunde Entwicklung nach 7 Jahren. Ich habe auch vorher 7 Jahre Bodybuilding gemacht und mich verändert. Ja, wisst ihr, Mama hat immer gesagt, alle 7 Jahre verändert sich grundlegend was in deinem Leben. Wenn du 7 wirst, 14 wirst, 21 wirst, 28, 35. Ich weiß nicht, wer von uns 35 ist, ich bin erst 29, aber things change, glaube ich.
Das sieht man vielleicht auch an meinem Content und so. Dinge verändern sich. Vegane, vegetarische Ernährung von Kindern. Krafttraining für Kinder. Also vegane, vegetarische Ernährung von Kindern finde ich persönlich schwierig. Einfach aus dem Grund, weil ich meine eigenen Glaubenssätze, die sich in meiner Ernährung manifestieren, nicht unbedingt meinen Kindern aufzwingen will. Was nicht heißt, dass man nicht Aufklärung schafft. Ja? Deine Kinder aufzuklären finde ich gut, in dem Maße, wo die Kinder das verstehen und sehen können. Allerdings seine Kinder vegan zu ernähren und ihnen Fleisch zu verwehren, ganz finde ich fahrlässig und sehr schwierig, sollte man nicht machen. Mache ich auch nicht. Allerdings setze ich mich auch nicht hin zu Hause und brate den Steak offensichtlich. Ja? Es geht eher so darum, wenn die zum Beispiel bei Besuchen sind, bei Freunden, bei Familienfeiern, wo auch immer, und da wird nun mal Pizzabrötchen serviert mit Schinken drin, dann essen die so. Und das ist auch nicht schlimm. Ja? Da setze ich meine Kinder dann nicht hin und sage, bitte, könnt ihr bitte für eine vegetarische Alternative sorgen für meine Kinder? Wisst ihr, das finde ich fahrlässig und ekelhaft. Das ist wie dem Kind seine Religion aufzudrücken oder dein Kind zu beschneiden, bevor es alt genug ist dafür, sowas selber zu entscheiden zu können. Ja? Mehr würde ich dazu nicht sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch ein sehr diskutables Thema ist. Und die andere Frage war noch Krafttraining für Kinder. Krafttraining für Kinder, wenn sie Bock drauf haben, kein Problem. Prinzipiell überhaupt kein Problem, ja. Allerdings eben dasselbe, deine Kinder aufzuzwingen, etwas, ja, was du geil findest, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Denen aber eine offene Wahl zu geben und mal mitzunehmen, voll problemfrei. Ja? Meine Kinder kommen auch hier manchmal mit hin, die interessieren sich dafür, die machen so einen Besenstiel und so. Und wenn die jetzt fragen würden, können wir das ein bisschen ernster machen? Die sind noch nicht alt genug, natürlich. Ne? Aber dann würde ich die auch mitnehmen, gerne. Ne? Aber ich werde die nicht zu nichts zwingen, so. Und schon gar nicht aufzwingen, was ich da so gerne. Heißt dein kleiner Sohn wirklich Thorsten? Ja, mein kleiner Sohn, nee, er heißt leider nicht Thorsten. Ich konnte den Namen nicht durchsetzen. Aber er heißt... Gib ein paar Lebensweisheiten, die du in deinen 20ern gebraucht hättest. Boah, in meinen 20ern hätte ich gebraucht, dass mir jemand sagt, sie sind weg. Sie sind weg and they never coming back. Weil in meinen 20ern habe ich geglaubt, dass es nochmal dazu kommt, dass meine Eltern mich nochmal in den Arm nehmen. Dass ich nochmal... an die Hand genommen wird. Das ist dieses Erwachsenwerden, wisst ihr. Aber das passiert nicht mehr. Also mir ist es nicht mehr passiert. Ja? Ich bin ausgezogen sehr jung, mit 18 oder so, und ich bin nie wieder nach Hause gekommen und habe nie wieder eine Umarmung bekommen. Ja? Und also natürlich schon eine kleine Umarmung irgendwo hier und da, aber das, was man als Umarmung versteht. Ja? Zu einem Punkt hin, wo ich meinen Schulabschluss gemacht habe, nach einer harten Zeit für mich. Ja? Und keiner da war bei meinem Abschluss. Ich meinen Uni-Abschluss gemacht habe, keiner da war bei meinem Abschluss. Du bist auf einmal einsam, bist auf einmal alleine, Mann. Und das hätte ich früher lernen können, weil dann hätte ich all die Hoffnung, wisst ihr? Kennt ihr diesen Jungen, der sitzt da so und soll vom Fußball abgeholt werden, aber keiner kommt, weil er vergessen wurde und er sitzt im Regen? Ich habe das Gefühl, die letzten 12 Jahre war ich das. Zu einem Punkt hin, wo ich versucht habe, so erfolgreich auch finanziell zu werden mit meinem Unternehmen und so, damit ich endlich gehört werden kann und endlich was wert bin, ja? Zu lernen, das ist nicht dein Wert definiert, Mann. Das Einzige, was mein Wert definieren kann, bin ich selbst und wie ich auf mich selbst blicke, wie meine Kognition sind, ein wertvoller Mensch zu sein. Jetzt, wo ich selber Kinder habe, bin ich fast sauer, ja? Weil ich mich frage, wie kann das überhaupt so sein? Wie können Eltern so sein? Aber es ist, wie es ist, Leute, wisst ihr? Und deswegen arbeiten wir hart daran, weiterzukommen an uns selbst und unsere eigene Zukunft zu kreieren. Und ich glaube, das waren verdammt ehrliche Worte gerade, Mann. Es ist hart, Leute, ich sag's euch. Mann, fuck! Okay, Leute, we back at it like a crack addict. Und ja, es ist als Mann okay, Gefühle zu zeigen. Und wie handhabt ihr Kinder und Karriere und Selbstständigkeit? Hatten wir schon. Verschwörungstheorien psychologisch erklärt. Hab ein Video dazu. Ich habe es extra mit reingenommen, weil es wäre jetzt ein bisschen umfangreich, das alles so zu erklären. Aber ich habe ein Video dazu, das heißt, mein Freund glaubt, die Erde ist eine Scheibe. Google mal Pascal Su, mein Freund glaubt, die Erde ist eine Scheibe. Wenn ich dran denke, verlinke ich das unten. Ja? Einfach aus dem Grund, dass ich dort genau erkläre, weil es an einem praktischen Beispiel ist. Mein Freund dachte wirklich, die Erde ist eine Scheibe. Beziehungsweise fing er auf einmal mit diesem Scheiß an. Ja? Und dann dachte ich so, ey, bevor ich ihm jetzt jeden Scheiß erkläre, mache ich einfach ein Video drüber, ist besser. Wie bist du aufgewachsen? Was waren die Ursachen für die Depris? Aktuelles Verhältnis zu Eltern? You see. ich stelle mich diesen Fragen. Ja, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin das zweite Kind von drei Kindern, von Eltern, die ganz einfache Arbeiter waren. Mein Vater war die meiste Zeit Maler und Lackierer und Hausmeister später. Meine Frau war Friseurin und Hausfrau, ne, mit drei Kindern später. Und wir sind ganz einfach aufgewachsen, ganz einfach. Ich war nie im Urlaub, also mal so, ich glaube, ich war einmal in Schweden im Urlaub oder so. Wisst ihr, wir hatten nicht viel Geld, ist aber auch nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Meine Eltern waren da und haben sich gekümmert, so viel sie nur mal konnten, aber es war ein schwer invalidiert, wie sagt man?
Also ich habe eigentlich mein Leben lang das Gefühl gehabt, ich bin einfach nur scheiße und nichts wert. Wisst ihr so? Das war einfach so immer so das Feedback. Und ich mache niemandem dafür Vorwürfe. Und ich habe auch jetzt noch ein Verhältnis zu meinen Eltern. Ich rede mit denen, ich habe sie gerne, aber es fällt mir teilweise wirklich schwer, jetzt, wo ich selber Kinder habe, zu reflektieren, wie ich groß geworden bin. Es ist unfassbar schwer, Leute, ja. Und das ist aber eine Krise, die wahrscheinlich jeder von uns, so Gott will, die meisten von euch nicht, aber der ein oder andere von uns durchmachen muss. Ich bin sehr früh dann von zu Hause weg und besonders in meiner älteren Jugend mit meinem kleinen Bruder zusammen, der auch schwere, ja, wir hatten es einfach nicht so leicht, wisst ihr, und was soll ich dazu sagen? Was die Ursachen für die Depression angeht, ist natürlich eine böse Frage, aber die habe ich in der Antwort hier zu einer nächsten Frage, weil viele andere sind schlimmer aufgewachsen und sind vielleicht nicht betroffen von psychischen Krankheiten. Aber das kann ich euch erklären in der letzten Frage für heute. Die letzte Frage ist vielleicht zu privat, das werden wir gleich rausfinden. Genetische Prädisposition oder Erziehung ausschlaggebend für psychische Erkrankungen. Hab gerade selbst den Fall in der Fam und frage mich das auch bezüglich mir selbst. So, kann ich dir ganz schön beantworten, weil das auch ein schweres Thema, wie gesagt, für mich ist und ich zufälligerweise auch Psychologie studiert habe. Also, psychische Krankheiten sind genetisch disponiert. Das bedeutet, du hast sie angelegt in dir. So, sagen wir mal zu 50%. Das heißt, wenn Mama sie hatte, dann hast du sie zu 50% oder Papa oder beide oder sowas. Oder es geht runter auf 25, weiß nicht genau. Naja, auf jeden Fall, wenn es nicht ein Ding in der Familie ist, kannst du natürlich immer noch welche entwickeln, allerdings die Wahrscheinlichkeit extrem niedrig. So, jetzt hast du allerdings eine angelegte Prädisposition zu einer Krankheit. Nehmen wir jetzt mal in meinem Fall zum Beispiel Borderline. Auf jeden Fall muss diese Disposition nicht dazu führen, dass du die Krankheit bekommst. Und wir müssen auch einmal definieren, wenn ich jetzt von Depression spreche, spreche ich nicht davon, dass du traurig zu Hause sitzt. Depression bedeutet, dass du ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn hast. Das ist eine Krankheit wie eine Herzkrankheit, ja, oder eine Lungenkrankheit oder ähnliches, eine tödliche Krankheit, ja, die sich eben so äußert, dass man den jeglichen Lust und Spaß am Leben verliert und dir Dinge einfach komplett gleichgültig werden. Bis zu einem Punkt hin, wo du dich selbst so stark dafür hast, dass dir scheinbar alles egal ist, dass du nicht mehr leben willst und es für realistischer hältst oder für besser hältst für dein Umfeld, wenn du nicht mehr lebst, ne? Weil dann sind deine Sorgen auch für die weg. So. Und dann bringt man sich um. Und das passiert verdammt häufig, Leute. Ja. Und das ist eine sehr schwere und gefährliche Krankheit. Allerdings kann man sie behandeln und sucht euch bitte Hilfe, wenn ihr könnt. Naja, ich mache ja diese Videos, auch wenn mir dieses Thema zunehmend extrem unangenehm wird, Leute. Einfach weil ich muss es aber leider weitermachen. Das ist my burden, wisst ihr, weil viele dafür hier sind und ich scheinbar vielen damit helfen kann. Ich würde am liebsten gar nicht mehr darüber reden, Leute. Weil wisst ihr, ich habe eine so gute Heilung durchgemacht die letzten Jahre. Insbesondere nachdem die Borderline-Sache klar wurde und man Borderline nun mal sehr gut therapieren kann, sind natürlich auch die depressiven Episoden weniger geworden. Ja. Und mir geht es eigentlich so gut, dass ich das zumachen will, das Kapitel. Ich will nicht mehr darüber reden, Leute, wisst ihr. Das ist wie, du bist in Therapie, du hast irgendwann keinen Bock mehr hinzugehen, weil du keinen Bock mehr auf die Gesichter hast. Du willst da nicht mehr hin. Und so geht es mir ein bisschen. Aber ich werde weiter darüber reden, weil ich es wichtig finde, aufzuklären. Und auf jeden Fall ist es nun mal jetzt angelegt. Und für die meisten psychischen Erkrankungen kommen jetzt noch Traumata hinzu, in deiner Kindheit oder in deinem Erwachsenwerden, die ganz verschieden sein können. Man würde jetzt meinen, Leute, es gibt Kinder aus Kriegsgegenden, die haben keine Traumata. Genau, denn Traumata ist auch super individuell. Also erstmal, es muss angelegt sein, dass es ausbricht bei dir sozusagen. Dann können Traumata wie sterbende Menschen um dich herum dich vielleicht nicht so triggern. Ja? Es gibt allerdings, je nachdem, wie du es wertest, Kinder, die im Westen groß geworden sind, die einfach nur als Kind kein Schlaflied, also, oder wo Mama nicht gekommen ist, wenn sie schlafen wollten und was Traumata bei denen ausgelöst hat, wisst ihr? Das ist auch wieder genetisch prädisponiert. Naja, auf jeden Fall, du hast jetzt also eine genetische Disposition dafür und hast vielleicht ein Trauma in deinem Leben erlitten und jetzt hast du eine Scheißkrankheit, Digga. Herzlichen Glückwunsch. Kannst vielleicht damit arbeiten und damit lernen, umzugehen und sie überwinden, wie sehr viele, ja. Es kann aber auch sein, dass du chronische Depressionen hast, die einfach nie mehr weggehen. Oder eine Krankheit wie Borderline, die ein Leben lang dich verfolgen wird. Wo du böse Skills brauchst, eine harte Arbeit mit dir, um dein Leben erträglich zu machen. Und all sowas ist möglich, aber so Gott will, inshallah, wird keiner von euch damit jemals Probleme haben. Und wenn er Probleme hat, wird er gesund werden. Allerdings solltest du tatsächlich auch auf dich selbst Acht nehmen. Denn vielleicht noch nicht jetzt, aber später kannst du Situationen in deinem Leben kommen, die dazu führen, dass du nun mal übermäßig belastet wirst und du irgendwann diese übermäßige Belastung nicht mehr abwehren und nicht mehr abbauen kannst und du selber Probleme bekommst. Das heißt, wenn du weißt, ich bin prädisponiert in der Familie, mach dir keine Sorgen, aber pass auf dich auf in Stresssituationen. Und wenn du weißt, es ist eine harte Zeit, dann trete dich nicht bis ans Limit.
Auf der anderen Seite Menschen, die überhaupt keine Disposition in der Familie haben. Und man muss auch sagen, die meisten werden in ihrer Familie Disposition haben. Werden es aber vielleicht nicht immer wissen, weil bis vor einigen Jahren war das totgeschwiegenes Thema, Leute. Die Leute haben keine Diagnosen bekommen, weil die gar nicht zum Arzt gegangen sind. Ja? Papa hat sich einfach umgebracht. Wisst ihr? Oder Papa hat einfach Alkohol sich zugewandt, ist Alkoholiker geworden. Ja? Oder Papa hat sich in der Bar geschlagen, wurde totgeboxt. Oder Papa hat sich Heroin reingefetzt und ist gestorben. Ohne dass wir wissen, warum. Warum meistens vielleicht was zugrunde liegt, was eine Krankheit ersprochen hat. Ja? Und das, wir haben immer noch die Wahl, Leute. Ja? Wir haben immer noch die Wahl. Wir müssen so nicht leben. Aber dann müssen wir unsere Balls ganz tief in die Hand nehmen und uns aus der Scheiße rausholen. Ja? Nimm uns am Nacken und trag uns aus der Scheiße raus, weil es gibt ein besseres Morgen, Leute. Es gibt immer ein fucking besseres Morgen. Und das muss immer dein Glaube sein. Egal, wie tief du am Boden bist. Ja? So, mehr wollte ich dazu nicht sagen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben die meisten Fragen beantwortet und ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt, vielleicht das ganze Video. Ich hoffe, dass ihr sensibel auch halbwegs mit dem Thema umgeht, weil ich schütte hier mein Herz aus. Das ist auch nicht einfach für mich, Mann. Aber wenn es hilft, Mann, wenn ich nur einem helfen kann, dann soll es das wert sein, Mann, weil wer bin ich? Wer bin ich einfach, ja? Ich opfer mich dafür gerne. Das ist ja kein Problem, mein Gesicht zu zeigen. Ich verdiene ja gut. Ich muss ja nicht irgendwo hingehen und mich... Spaß. Okay, Pascal, du checkt raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic.